Yalla zum Pult und Yalla. Yalla. Hoppa. Noch ein bisschen weiter, genau. Ich werde dir bei 7 Tonnen. Das ist der AOE, einfach Personal Scene, das ist der Dings. Fall of Damage. Ja, der macht keine. Okay, du darfst mich gleich nicht berühren. Mutilation, Vorsicht. Absolut Impale. Legit Impale. Nicht dazwischen stehen. Legit Impale. Zack, zack, zack. Bum, bum, bum. Bum. Okay, alle haben es abbekommen. Das ist legit Impale. Okay, Ventrax, ich habe jetzt getauntet. Ich gehe jetzt auch auf 5 Stacks hoch und dann berühren wir uns und dann gibt es ein Nullify Frontal Dodgen. Jetzt würde auf Mythic würde jetzt schon der zweite Boss Mob vielleicht tot? Ich weiß. Damage-Stop oder? Nein. Nein. Töten wir. Wieder AOE. Könnte legit, ist egal. Ach, hast du mich schon berührt? Ja, ja, ich hab dich bei 5 direkt berührt. Oh, perfekt. Hat dich bei 5 berührt und ja, ist. Mutilation, Vorsicht. Bleib mal einfach stehen. Bleib mal einfach stehen, der Rest dodged, okay? So, that's it. Das, legit, das ist der Boss. Okay, wir tanken den mal in der Mitte jetzt, damit es mal besser sieht. So, der hat einen Debuff, wenn der ausläuft, müsst ihr damit an den Rand irgendwo, einfach da, wo der Eingang war, wo das Vieh steht. Frontal, dann müssen wir dodgen, diesen Einschlag dodgen, diese Einschläge dodgen. Ja, okay, sind mehrere, ich hab gedacht, es ist einer, ist okay. So, jetzt kriegt jemand einen Debuff, aber noch nicht dispellen, lass es so auf 10, lass mich gleich callen, auf wie viel das ist. Wir können abstecken. Piu. So, wer hat's? Xum hat's, okay, lass mal auf 10 hoch, Xum. Seht ihr Xum? Ja, mit einem Stern, der ist sogar gemarkt, actually. Ja, du kannst ein bisschen weiter nach hinten. Kannst du auch versuchen zu mir gleich. Gleich mal gleich. Bei 10 circa dodgen. Der tickt doch noch nicht so, ne? Kannst du jetzt einfach schon mal. Mach einfach schon mal. Kannst du dispelt ihn, Kills? Dispelt ihn? Okay, da ist die Fläche. So, das soll bitte werden. Okay, scheint so, als ob es auf den, der am nächsten dran steht. Ich habe. Mach mal hinten Damage drauf. Mach mal Damage auf das Viech. Oh, mach da Damage drauf. 3 Sekunden noch. Personals. Okay, ist nichts passiert. Nauriko, das will ich. Das Ad wird wieder spawnen da. Ja, drauf. Komm ein bisschen mit dem Boss näher ran, wenn es geht. Das geht definitiv immer auf den, der am nächsten dran steht, zu dem, der gerade das Bild wurde. Das ja, hast so du es gerade ausprobiert? Okay, ja. Ja, ich hab, genau. Okay. Aber jetzt haben wir 2. Ja, weil der Boss gerade selber eine Pleite hat, ne? Da wieder drauf. Warte, lass ihn mal durch, den Discharge. Der Boss ist jetzt. Lass ihn mal durch, lass mal keinen Damage-Job. Machen wir Damage-Job, machen wir Damage-Job. Lass mal durch. Was er macht. Wie Damage-geil. Hat gar nichts. Oder? Ne, Erratic Discharge kann sein, dass es das Ding ist. Unstable Essence. Na, wir müssen es aber weiterspielen. Ich stehe es gerade, ja. Mit den Flächen raus. Jetzt Temporary Amalgam, das müsst ihr töten wahrscheinlich. Ja, das müsst ihr töten. Da, oder? Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Wait. Zieh den. Ich muss den Muss wahrscheinlich gesorgt werden. Nee. Ich kann das lassen. Musst du vorhin kicken. Nicht zum Mobdicken kicken. Weg von dem Mob. Digga! Als ob man Fußball damit spielt. Ja. Die Breath, Vorsicht. Ich dachte, die muss Breath, es die Breath. Abfangen. Okay, wieso könnt ihr nicht so. Wieso könnt ihr. Yo! Ihr habt doch gerade woanders hingeguckt, oder? Im Mensch, kannst, ja. Wieso kannst du das nicht so machen? Wollte gerade sagen, warum machen die Vogel so viel Damage? Immer weniger rauchen. Okay, pass auf, was passiert bei Erratic Discharge, actually, also gar nichts, oder nicht, was? Nein, diese pulsierende Fläche soll man einfach niemandem nebenstehen. Ja, es muss das halt war's. In der Nähe davon stehen, weil dann das wird ja rüberspringen, aber das aber ist er macht irgendwas, wenn noch ein Erratic Discharge lebt. Ja, die Dings wird stärker. Umso mehr Erratic von diesen am Leben sind, umso mehr macht sein Erratic Raw oder was auch immer das gerade war, right? So hat ihr es gelesen? Warte, das wird mal grün. Oh, wo war's? Ja, was war das nicht, Magmorax? Ich glaube, die das Uncontrollable Frenzy haben, also diese Spieler mit dem Dot, die bekommen je Ad, was noch lebt, noch mehr Damage. Bei mir steht im Dungeon Journal, so war das irgendwie, dass ich den Boss schon getötet habe. GZ. Aber warum sind unsere. Ja, Erratic Discharge ist. Der Erratic Discharge ist einfach nur 50k AOE Damage, der aber gerade nicht funktioniert hat. Wir haben legit. Also ich gehe mal ganz kurz gucken, Damage Taken bei Spell. Erratic Discharge, da doch. Ist euch das aufgefallen, dass es auch nur ansatzweise Damage gemacht hat? Ich meine, 50k sind legit 10% meiner Alexa, AP. Deck Licht an. Wie bitte? Das Licht ist jetzt an, definitiv. Sorry, ich muss das Licht anmachen. Ich bin in der Zukunft angekommen. Alexa, hast du gut gemacht. Doc, schau mal auf das, was ich gerade gepostet habe. Das ist das, wenn da noch Ads leben, dann kriegen die Leute. Genau.
Das meine ich ja mit Uncontrollable Frenzy, nicht Raw. Genau, dass halt das resoniert mit umso mehr Mobs da sind, ne? Ne, nicht das, der Uncontrollable, das ist das. Genau. Spawnt der auch nochmal wieder? Ja, also hier steht halt, dass wir den getötet haben schon. Oh, maybe ist, weil wir den ersten gekillt haben, ist es Buggy und der ist dann komplett gekommen. Wir haben keinen Boss gekillt. Doch, den da ersten. Fehlt Mob, einer. Der erste Big Mob, ja, ja. Der links. Ach so, der ist auch nicht mehr in dem, der ist auch nicht mehr in der Region. Oh, ach so, ein das Boss ist das. Das ist WoW eine Cheat. Das du darfst so einmal in der Woche kannst du eine von legen. Du musst 4 Wochen Progress machen, dann kannst du nix Loot. Wo Loot? Oh, Blizzard. Ich kann diese Company nicht mehr verteidigen. I'm sorry, Alter. Glaubt man nochmal raus und rein, weil Northern Sky war auch gerade so weit und die sind gerade wieder am. Ja, ja, Focus. Wahrscheinlich müssen wir resetten und raus. Also, das. Muss ja halt laufen, oder? Der geile Spielwort, der portet sich zu sehen, selbst wieder zurück. Ruhestellen. Ich werde auch einfach nach Ogrimmar. Irgend so ein geiler Mage hat ein Portal in den Bossraum gestellt. Boah, krank. Danke für den Bescheid, ein geiler Mage. Der Raid hat sich aufgelöst? Ja, ich hab den Raid aufgelöst. Okay. Oh. Ich dachte, was ist das? Genau da, wo ich das Portal anklicken wollte. Richtige Sabotage. Okay, alle Instanzen sind resettet. Und ich invite euch, wenn das Tool funktionieren würde. Moment. Okay, alle haben Invite abbekommen. Wispert mich an, wenn ihr nicht in der Gilde seid. Mit Invite. Oder requested. Also können wir wieder reinporten? Müsste eigentlich gehen, ja. Gucke. Ja, ist da. Perfekt, let's go. Aber müssen wir das jetzt jedes Mal machen? Ja. Ja. Oh Gott, bitte nicht. Im Ernst? Okay, die Sache ist, die hat gerade falsch geguckt, aber sie hat die Pattern ziemlich symmetrisch in der Mitte gemacht. Das heißt, gehen wir davon aus, dass sie immer den mittleren Pfad nimmt? Erstmal? Nein. Die guckt auf irgendeinen Spieler. Man kann nehmen, man kann das baiten, auf jeden Fall. Also, weil das gerade halt wirklich pixel-perfect von dem Eingang zum Ausgang, vom Ausgang zum Eingang war, deswegen. Und wir haben die ja irgendwo bei Skull getankt, deswegen war es für mich so ein bisschen weird, dass sie genau da. Okay. Dinner Party, let's go. Oh! Perfekt. Wie hieß der damals bei dem 3-Dungeon, 3-Raid-Boss-Dings, der Hund? Der hat das ja auch gemacht. Mantrax? Ich wollte genau dasselbe mit sagen. Nee, weil du Hund gesagt hast. Ich heiße meine Mom nochmal. Ganz kurz, Ruhe, ihr habt alle ein A. Switch euch mal die Midis in die beiden Gruppen 1 und 2 für Windfury. Und die Heiler switchen sich mal in Gruppe 4. Passt, perfekt. Okay. Ja, dann. I guess töten wir den jetzt einfach. Also, Nedris ist legit Impale. Bleibt einfach stehen, so wie es spawnt. Ich würde sagen, der Rest dodgt einfach. Und dann müsst ihr halt auch gucken, dass ihr den Boss nicht hinterherlauft. Der ist nicht so schnell, der braucht ein bisschen. Zur Not holt euch den Bleed-Arbeiter und gewischt, macht, was ihr da wollt. Dann mit dem Dispel. Dispelt erstmal nicht. Wir haben es ja gerade gesehen, das Ding ist komplett undertuned. Wenn es spawnt, dann macht man es tot. Könnt ihr einfach hochstacken lassen. Das hat ja auch bei 10 Stacks für nichts getickt, ne? Und wenn der dritte spawnt, dann ist ja eigentlich nur der Frontal, der Fire Breath, wenn ihr den cast, das Ding heißt Fire Breath, obwohl es halt dieser Deep Breath sein sollte. Oder ein Deep Breath, wenn ihr den castet, dann haltet mal die mittlere Lane frei und generell ein bisschen aufpassen, weil das one-shottet wohl. Und wenn die Temporal Anomaly spawnt, dann muss man dagegen laufen und Ball damit spielen. Das heißt, einer muss dann spazieren gehen damit. Das hat irgendein Evoker gerade gemacht, ich weiß nicht, wer das war. Ja, ja, ich war. Du warst das, okay. Du hast zweimal versucht, das zu sabotieren und in den Boss reinzuhauen. Und nee, die Hitbox davon ist ein bisschen scuffed. Ja, ist gut. Ach, du wusstest ja selber. Noch kleine Anmerkung. Ja. Der Dot, der tickt schon. Caesar hatte vorhin 14 Stacks und hat jedes Mal ein Drittel vom Leben verloren. Okay. Also ich glaube, Xum hatte vorhin nur, weil er im Block war und allem. Okay. Ja, dann ist 10 actually eine gute Zahl gewesen, right? Und die 5 mit den Tanks war auch eine gute Zahl gewesen. Also können wir bei diesen aus dem Arsch gezogenen Zahlen mehr oder weniger festhalten. Ja gut, dann würde ich checken.
Vergesst nicht, eventuell, eventuell, damit nicht jemand den Ball die ganze Zeit hinterher rennen muss, wollen wir uns jetzt vielleicht den Ball im Bett stellen. Können wir auch machen. Können wir auch machen. Ja. Hodi, danke schön für den T3-Sub, Brody. Moin, was geht? Danke dir. Können wir auch machen, ja. Nicht der Versa, der bitte noch. Nauriko, bitte lass mich nicht jedes Mal dran erinnern. Bitte, bitte drück diesen Buff. Wenn der, nicht vergessen, wenn Nidre stirbt, dann haben wir ID, also gucken, was sie dann killen, ja. Let's go. Wollen wir den diesmal in der Mitte stehen lassen? Ja, ja, lass den einfach da stehen. Alle anderen machen einfach eine Art Halbkreis und dann, sobald ihr die Pfeile von Impel seht, einfach nicht dazwischen stehen und nicht eine Monkey Brain mäßig hinterherlaufen. Könnt ihr, der Debuff tickt auch nicht für wild. Let's go. Impel kommt. Erstmal der AOE, der legit 0 Damage macht. Den, das ist halt Out of Things, das ist halt Fort of Damage, ne? Einfach so stehen bleiben, nicht dazwischen der Ritze stehen. Ist jetzt gerade jemand in den Pfeil gelaufen von ihm? Ne, das ist irgendein Magier, okay. Kontroll. Bing. Wir haben noch einen Impel wahrscheinlich. Ja, noch mal. Stell mal AMC. Ui. Tötet ihn, bevor der Dings kommt. Der zweite kommt raus, nicht vergessen. Einer bekommt einen Debuff. Bei 10 Stacks dann einfach in der Nähe des Raids ablegen, nicht so weit weg. Nicht vergessen, das erste, was er macht, sind die Einschläge, weil er kotzt. Die dann bitte dodgen. Oh, wir haben schon getriggert. Ich merke uns beide mal, damit ich weiß, wo du bist. Den Shit dodgen. Debuff ist auf 3, 2, 1. Auf Enel. Chill einfach, chill, chill, chill. Mach erst bei, wenn ich sage, mach erstmal Damage auf Enel. Bei 10 Stacks kannst du es einfach da ablegen, ja. Da wo du bist, kannst du einfach ablegen, brauchst du wirklich nicht weglaufen. Vorsicht, wieder dodge die Kotze. Bumm, sehr schön. So, Enel dispellen einfach hier. Bleib in der Nähe vom Raid, damit alle drauf können. Gleich. Ja, da ist perfekt. Es kommt AOE und den Remnant Dorn machen. Während ihr das wegheilt, Heiler. Gut, könnt ihr das schon bei 6 Stacks, 7 Stacks? Könnt ihr dispellen, ein bisschen näher ran, wenn es geht. Ja, da ist perfekt. Kann man die ineinander ablegen? Die Tanks dingen ja, die sind dann weg, die sind komplett weg dann. Vorsicht, die Kotze, macht das Ed kaputt hinten. Tank zieh mal rüber, Ventox zieh mal rüber. Komm, komm. Nächste Essenz kommt. Gut. Töte den Mob. Oh, wir haben nochmal getickt. Vorsicht, Ventox, nicht, dass du mich berührst. Wieso ist dein Mark schon wieder weg? Das müssen wir, glaube ich, noch töten. Das müssen wir, ja, müssen wir noch töten. Meins, glaube ich, kommt auch noch. Ich habe auch noch einen. Ja, dann dispelt ihn schnell. Dispelt ihn schnell. Du wolle auch. Okay. Die Debuffs bleiben. Ja, ja, genau, okay. Das ist gut, nicht vergessen, zieh den, ich habe den extra weg aus der Mitte gezogen. Auf die Gefahr hin, dass die Mitte gleich wieder links ist. Zieh den am Rand. Die einfach so random stehen und ablegen. Das sind diese, genau, das sind Two Gates. Und die legen dann, ich glaube, Silence-Flächen ab oder irgendwelche Flächen ab, die AOE-Damage machen. Also müsst ihr gucken, dass ihr nicht so nah am Range steht, genau. Neues Ad gleich da, jetzt. Könnt ihr drauf machen. Noch ein neues Ad-Spawn gleich. Und sie macht gleich hier einen Deep Breath, don't forget. Da ist noch, da ist Deep Breath. Okay, der quert durch den Raum, ihr seht das. Quer durch den Raum, nicht da stehen. Super Range, super Range. Wait, what? Okay. Super Range. Ach so, ja, okay. Nochmal? Willst du nochmal? Willst du von Ogrimmar nach Paris? Wir haben gerade zwei Ads am Leben. Mach doch das eine Ad kaputt. Tovalo dispellen. Palo noch nicht. Ads machen. Die sind jetzt einfach stehen bleiben damit. Ihr müsst damit nicht viel machen. Das ist nur 5 Yards. Da hinten ist noch ein Remnant, der geht gleich hoch. Jetzt versucht ihr mal immer zu den Remnants zu ziehen. Du ziehst ihn legit auf die genaue gegenüberliegende Seite. Das ist nicht gut. Ich wollte ihn gerade zu dem einziehen, aber der war dann schon tot. Weiter wohl kommt. Ja. Den Ball irgendwie weg. Nicht kicken. Memnock, Memnock. Oh, Memnock. Das ist nicht gut. Was hat dein Schild? Ja, 10% nur. Glänzt mit mir, ja. Ads machen. Und wieder. Oh, Digga. Was geht hier? Okay, Memnock, du musst die Augen aufmachen, right? Das Ding ist halt gekommen und du bist legit mit dem, du hast ihn legit in dem Boss genockt. Das ist nicht gut. Und wie viel Ads denn hier? Ja, Phase 2 ist, umso länger Phase 2 dauert, umso mehr, also wir können versuchen, dass wir so viel Damage in Phase 2 funneln, dass wir halt nur einen Debuff haben.
indem wir halt auf irgendwie, keine Ahnung, erstens, dass wir halt so schnell töten. Lass uns nochmal neu machen, I guess. Lasten vielleicht? Genau, dass wir einfach erstens Lasten im P2, weil P1 ist legit völlig Wayne. P1 kann gar nichts. P2 werden wir dann alle CDs ziehen, alle 2 und 3 Minuten CDs plus Last und bumsen den aus dem Leben und wir werden nicht dispellen. Das heißt, wir werden nur mit einem Debuff zu tun haben, den gesamten Fight. Dieser Debuff dupliziert sich halt obviously dann, aber nur mit der halben Geschwindigkeit. Und ja, das habe ich auch noch nicht ganz gerafft, wie man die Patterns von dem zweiten. Mit dem ersten sieht man, dass es immer längst, der hat noch nie quer gemacht. Das heißt, wenn er bei Skull ist, wird er immer. Oder wird er immer die benachbarte Dings nehmen? Ich glaube, da wo die Leute hinmoven. Okay, dann ist immer klar, wenn er bei Totenkopf anfängt, wie der geht zu X, dann von Blau zu Stern. Dann ist auch klar, was er macht, wenn er bei Totenkopf anfängt, aber dann ist mir nicht klar, was er macht, wenn er von Skull anfängt. Und am Ende bei X. Zweimal durch die Mitte. Zweimal durch die Mitte. Also. Mitte hin, Mitte zurück, okay. Hat er denn gerade, als es bei Skull angefangen hat, bei Skull hin und zurück und dann Mitte hin und zurück? Oh, der ist respawned. Okay, wir brauchen nicht resetten, Pock. Hat er gerade ja, vier... Ja, der war erst von Skull zu X und dann Mitte. Wollte gerade sagen, genau, der letzte, also der zweite Breath geht gefühlt immer genau gerade durch die Mitte. Zumindest bis jetzt. Aber das sind keine vier Breaths gewesen, das waren nur zwei, ne? Ja. Okay. Beim ersten, wenn er in der Mitte startet, geht er auch in der Mitte zurück. Wenn er am Rand startet, geht er am Rand und dann in die Mitte, oder was? Weil das muss, man muss die so. Patterns kennen, weil das macht schon richtig viel Damn. Umhang ausziehen, anziehen. Check. Wir können auch eine Zweiergruppe oder zwei Spieler sein, die den Debuff vom nächsten ganze Game dann spielen. Den ganzen Fight. Weil er springt ja immer zum nächsten Spieler. Und dann kann man einfach zwei Spieler dafür abstellen, die das einfach den Rest des Fights spielen. Können sie, genau, ja. Aber wir werden, wie gesagt, alles erstmal delayen. Porto mal summen. Und wie gesagt, ne, wenn jemand sagt, Temporal Anomaly spawnt gleich, dann egal was ihr macht, drückt niemals W. Ne, also das sollte never ever the case sein, dass ihr W drückt und dann in dem Moment, wo das Ding spawnt, den Mob direkt auslöst. Das ist halt, stellt euch weit weg und guckt erstmal, wo das Ding spawnt und dann versucht das vom Boss wegzubekommen. Milis können sich zum Beispiel statt auf hinter dem Boss hinzustellen, in den Boss hinstellen, weil das spawnt ja mindestens weit vom Boss, wäre ja sonst nicht möglich. Und dann könnt ihr es ja so schon mal wegknocken, right? Kann sein, dass er bei den Tanks startet oder Mitte zurückfliegt. Kann auch sein. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Raycheck, wie gesagt, vergesst nicht. Nicht bitte beim Anfang nutzen, sondern erst im P2 alles. Also der steht gar nichts am Anfang. Obwohl, wenn wir nichts am Anfang nutzen, wird er 2 Minuten leben, der, ne? Lass uns mal. Also 3 Minuten CDs, nicht 2 Minuten könnt ihr nutzen. Lass mal 2 Minuten nutzen ohne Blattlast. Und dann werden wir mit den 2 Blattlast eventuell die 2 Minuten noch warten. Let's go. Auch die Heiler mal voll reinblasen, ist ja nichts zu heilen beim Anfang. Habt ihr Dings versucht? Bleed Removals? Das geht. Okay. Potten bitte auch nicht. Ich hab gedacht, das ist runter. Okay. Das ist whatever. Wieso geht der Mark jedes Mal weg? Guck, wo die Pfeile sind, steht da nicht zwischen. Der Mark ist schon wieder weg. Ventrox? Hast du einen kleinen Marker oder so aktiv? Ventrox? Ich hab nicht mal A. Okay, jetzt probiert. War jetzt verwirrt, das hab ich nichts gesagt. Also, ich hab kein A, ich hab kein gar nichts. Okay, jetzt. Spielt einfach ganz normal erstmal. Wie gesagt, der Damage ist gleich, ist wichtig. Ja, 2 Minuten CD, das war eine gute Entscheidung. Der ist jetzt bei 50 Sekunden, 50%. Kann stormen. 60 Sekunden auch bis Bloodlust. Lösen aus. Noch einmal den Pill gleiten. Okay, noch. Der macht wieder nichts. Helimoto, Valo und Caesar, Vorsicht. Bleibt einfach stehen. Guckt auf die Pfeile kurz. Die nicht mal auftauchen diesmal. What the f.
Habt ihr die gesehen? Einmal aufgeblinkt haben die. Das wow. ist nicht Dauer wie bei den Atrios. Okay. Gut, ist alles ready? 10 Sekunden noch, Miss, ne? Last und 2 Minuten zu DS. Okay, das passt actually absolut perfekt auf die Sekunde, holy shit. Den noch dodgen, okay, macht ready. Bin Lasten in 3, 2, 1 und let's go. Potten, Lass und den nuke den aus dem Löb. Einschläge dodgen. Ich fress mal ein, ich guck mal, wie Damage das macht. Okay, Xayl hat dieselbe Entscheidung. Xayl ist gerettet. Für die Grief Torch. Unstable Essence nicht dispellen, das ist auf Flappy, okay. Flappy, du wirst gegen 10 Stacks langsam anfangen, deine Death Cities zu cyclen, ja. Call, was du ziehst, ja. Und dann die Heiler werden proportional dazu ihre Externals nutzen. Aber erst ab so 20 Stacks. Spew, dodgen, mach keinen auf Xayl. Das ist kein Rife, Xayl, das musst du nicht denken. Wow, okay, das ist jetzt 3 Contents, ja, Bro. wurde das. Ach, hast du Dings gezogen, Karma, Bro? Ja. Diffuse. Diffuse wahrscheinlich. Ja. Ich löse mit dir aus. Ja, dann mach den einfach so tot, ist fein. Trixie hat den nächsten und der übernächste wird auf. Boah, der Spew wieder, Vorsicht. Aber ich sehe keinen dritten, das ist weird. Achso, er muss es ja neu casten, right? Stimmt. Da, jetzt castet er es neu, jetzt geht er auf den dritten. Ich taunte. Da, heal ihm auf den nächsten. Ja, Trixie, wenn es zu hart wird, dispel dich einfach selber, ja, das kannst du selber gucken. Ironbark ist gerade ausgelaufen, die fängt jetzt schon richtig hart an zu ticken. Trixie, du hast selber noch einen Cocoon für dich. Helium, du hast noch... Oh, ihr habt jetzt schon dispelled? Oh, das war nicht so gut. Macht einfach, ist egal, ist plus minus egal, weil er eh keinen neuen dritten macht. Geht auf die Ads. Helium, du kannst, sobald du ready bist, dich dispellen. Sag einfach Bescheid, bleib in der Range-Nähe damit. Achtet auf den Deep Breath, der Snake Rates ist scheißegal, macht Damage, macht das, den Remnant bitte. Ich zieh den da rein, dass wir cleaven können. Okay, der Spell Reflect ist ja nice. Okay, perfekt. Wu hat 15, macht das nicht so viel, ne? Nicht, dass es dann, also dispelled, bevor es zu spät ist. Zweimal, dritte drei Minuten zu dir. Ich zieh den Stück wegen der Anomalie. Ja, ist fein. Vergesst nicht, wenn er jetzt gleich sein Deep Breath macht, wir lösen aus. Deep Breath, weg in die Mitte und danach wahrscheinlich aus der Mitte nochmal weg. Guckt ihn an. Und dann wahrscheinlich aus der Mitte raus. Ach, das hätte ja, gehört. Ja, aus der Mitte raus, genau. Und dann geht das perfekt gut gemacht, actually. Okay, ich retze dich. Nee, ist nicht da. Sehr gut, geht auf das Ad gleich. Ad ist da, ich zieh rein. Ja, der Boss ist Dings, geht einfach drauf. Das ist egal, das macht überhaupt nichts. Außer diese Dings zu lassen. Manlock auf 7, Senna dispellen. Temporal Anomaly, Vorsicht, nicht in den Boss rein yeeten, das Ding. Das ist außen gespawnt. Ich zieh den Richtung Eingang. Zieh den zum Remnant. Das, ja, wir sind zwei Orbs. Die ist egal, die können wir knocken. Trust. Breath. Zweite geht in die Mitte, nicht vergessen. Du geht noch dabei auf den Remnant. 2-1, ihr könnt jetzt schon wieder in die zurück. Ja. Awesome. Auf den Ball aus der Mitte raus. Okay, der Boss wird zurückkommen, Vorsicht. Ich werde den aber abfangen, bevor er in den Ball läuft, ja. Da ist ein neues Dings. Knock die Bälle weg. Cannot hat 15 Stacks, dispellen. Diesen Ball machen schnell. Gut. Da spawnt ein neuer Ball gleich. Den Ball machen. Die Anomalie ist irgendwie ein bisschen unter Kontrolle behalten. Ja, außen. Okay, er spielt die einfach. Spielt die einfach. Nochmal eine Anomalie. Jetzt kommt eine dritte Anomalie. Kurz gucken, wo die spawnt. Die ist da. Okay. Auch wieder wegknocken. Ist ähnlich wie bei Hall und Nose. Umso weiter, umso weniger Stress habt ihr damit. Deep Breath gleich. Jetzt. Raw. Oh, es ist aber mutig, dass er da mittendrin stehen bleibt. Und in der Mitte, Vorsicht. Ganz an die Wand rennen dabei. Ganz an die Wand, ja, okay. Ja. Gut. Vorsicht, die Anomalie. Gut genockt, Mensch. Perfekt. Shamani dispellen. Sehr gut. Raus da. Ich spotte. Bleib hier stehen. Geht auf das Ad. Der bleibt, ist eh disintegrated. Während ihr diese Verteilungspositionen habt mit den Dingen, einfach knocken die Bälle. Ihr Mensch bei 15 Stacks, kommt ein bisschen näher ran, ihr Mensch. Dispelled in 2, 1, dispelled. Neue Temporal Anomaly spawned. Rausnocken. Hinten die Remnant gespawnt. Knock die Fläche, damit ich den Boss in den Cleave Range ziehen kann. Knock. Und einen Deep Breath haben wir noch. Vorsicht. Knock noch zu. Nicht in den Boss knocken, Olum! Oh, close. Und zweiter Breath. Hat er ein Schild bekommen? Nee, passt schon. Ich werde in die Mitte, ich werde bei Skull tanken. Ab jetzt einfach nur noch Boss. Und scheiß auf die jetzt. Einfach nur diese Dings wegknocken.
Spielt Fußball. World First, let's go, see. Ich spiele Fußball. Achievement. Wolut, hallo, Wolut. Wolut! Hallo? Gibt's nicht. Blärt. Aber es gehört auch kein Loot. Scheiße.